zusammen. Ich bin wieder beim Mann. Jetzt haben wir am Freitag und Samstag das Silo-Rido. Und jetzt bin ich hier am Main, und zwar für Heu, für die Heutrocknung. Und ja, ich bin jetzt gerade hier im Moos herunten. Das ist also ein Mooswiesen. Die war für Silo einfach der Boden noch zu feucht. Die der jetzt auf die Heutrocknung. Ja, und mehrere so Kleinzeug, wo man sagt, jetzt wenn ich das beim Silieren noch mitmache, dann zerreißt es mich arbeitsmäßig. Ich bin hier mit dem Sechser unterwegs und dem Aufbereiter, weil das muss natürlich schon mal getestet werden, inwieweit mir das einen Vorteil bringt. Und bei den kleinen Stücken kommt es jetzt auf die Arbeitsgeschwindigkeit oder auf die Arbeitsbreite nicht so an. Beziehungsweise hole ich das ja wieder rein, weil ich mir einmal kreis und spare. Man sieht schön, wie der Aufbereiter das breit auseinanderlegt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das funktioniert echt gut. Da, wo man halt echt aufpassen muss, sind Müllmaus- oder Maulwurfshäufen. Weil die mischt es halt so dermaßen rein. Es gibt eine Futterverschmutzung, gerade bei der Silage. Da ist das Mähwerk und Kreiselheuer einfach deutlich besser geeignet. Aber sonst, coole Sache, hat beim Silieren auch sehr gut hingehauen. Ja, das ist eigentlich eine schöne Wiese hier. Heuer ein bisschen arg nass wegen dem Wetter. Wir haben ja im Mai, ich habe noch gar nicht zusammengerechnet, aber ich schätze mal so 150 Liter Regen gehabt. Und das merkt man. Aber insgesamt habe ich noch ungefähr 15 Hektar Heu zum Mähen. Jetzt mähe ich mal, ja, die Woche ist der Plan, einmal die 5 zu machen. Die sind lauter so Kleinzeug und verstreut, die machen auch viel Arbeit. Und dann habe ich nochmal von einer Freundin nochmal 10 Hektar ersten Schnitt überlassen gekriegt. Habe ich mir gekauft, auch eine Bio-Kollegin. Und das sorgt natürlich schon dafür, dass meine leeren Reserven wieder aufgefüllt werden. Und der nächste Winter dann beruhigt angegangen werden kann. Mein Sohn folgt mir schon auf dem Fuße mit dem Kreiselheuer. Also normalerweise ist es ja so, der Aufbereiter legt das Gras relativ breit hin und man müsste jetzt nicht sofort mit dem Kreiselheuer noch zetten. Aber wir wollen das möglichst trocken bringen bis morgen Abend. Gerade das erste Heu in der Heutrocknung sollte möglichst trocken sein, damit die Luft gut durchkommt und damit es am Boden keine Probleme gibt. Ich bin jetzt hier beim Herrichten von meiner Heubox. Ich habe drei so Heutrocknungsboxen. In jeder haben ungefähr 300 Kubikmeter Platz. Das sind also unten jeweils zwei Belüftungskanäle, durch die die Luft dann auch durch das Heu durchgeblasen wird. Dann habe ich hier schon ein Stück Silofolie ans Tor gemacht. Das hat also den Zweck, dass mir die Luft dann nicht unter der Tür abhaut. Da hatte ich früher mal Probleme, dass mir die Luft unter der Tür abgehauen ist und ich dann so Schimmelstellen an der Tür gehabt habe. Aber seit ich das so mache, geht die Luft schön nach oben. Ja, dann wird die Tür zugemacht und verschraubt. Und dann kommt in der Mitte noch ein Verstärkungsbalken rein. Und dann können wir heute Abend das erste Heu einfahren. Ich bin gerade unterwegs und so meine Felder kreiseln sind lauter so Kleinstücke. Also insgesamt sind es ungefähr 4 Hektar, wo ich gemäht habe, aber auf 7 Stücke, das sind so
Oh, ich glaube, das kleinste hat 2000 Quadratmeter oder so. Halt etwas, wo beim Silieren furchtbar aufhält, beziehungsweise sind da auch so Stellen dabei im Grünwald, die, naja, irgendwie, ich sage jetzt mal, Hundewiese sind. Und wenn ich sowas mit dem Silo haue, da tue ich mir keinen Gefallen. Also wenn die Flächen, die da so gefährdet sind oder so, sag jetzt mal, mit Hundekot verseucht, die mache ich heu. Ein Teil fällt dann raus und im Heu ist das nicht ganz so kritisch. Dann können sie es besser sortieren. Ja, der Hunstrick ist einfach, sag jetzt mal. Na, auf jeden Fall ist das schon ganz schön Arbeit. Ich bin jetzt schon den ganzen Vormittag frei, um die 4 Hektar zu kreiseln, weil bis du da auf die 7 Stellen hinfährst, da bist du beschäftigt. Ich bin beim Schwaden und bin jetzt da gerade im Moos herunter und spart das erste Heu. Wenn ich das eingefahren habe, bin ich beim ersten Schnitt ja vielleicht nicht durch, weil ich habe noch Jungviehheu und Pferdeheu zu machen. Da warten wir aber noch 2 Wochen, aber alles, was für Kühe ist und Milch drin stecken muss, haben wir dann quasi innerhalb von einer Woche alles rasiert und weggetan. Ich bin gerade auf dem Weg nach Grünwald, um die letzten 3 Felder aufzuladen. Um den Hof rum haben wir schon alles aufgelegt. Dann werden die 4 Hektar Heu auch in der Trocknung und dann kann es trocknen. Wochenende sagt er dann nicht ganz so tolles Wetter. Also soll dann ab morgen unbeständiger werden und auch hier da Gewitter geben. Und am Sonntag sagt er Regen. Von daher hören wir jetzt mal auf mit dem Heu und schauen, ob wir nächste Woche die letzten 10 Hektar reintun können. Die Gunst bei dem Befüllen von der Trocknungsbox ist, das möglichst locker reinzulegen, dass die Luft gleichmäßig durch kann. Der Ladewagen, der macht ja immer so ein bisschen Pakete und Batzen. Und die versuche ich eben dadurch, dass ich es langsam reinbresseln lasse, ein bisschen aufzulösen, dass das locker drin liegt. Damit mir die Luft gleichmäßig ja durchgeht. Und ich hier keine Schimmelstellen habe. Dann nehme ich das immer erst und schmeiß es nochmal hin. Schön auf den Haufen und dann kriege ich erstens mehr mit. Und zweitens wird das, was ich mitkriege, ein bisschen locker gemacht.
So, ich bin soweit fertig mit dem Heuer einfahren. Es waren jetzt 5,5 vor da mit dem Kroni. Ist schon ein bisschen was drin. Es ist zumindest so viel drin, dass es zu voll ist, um nochmal was drauf zu fahren, jetzt gleich. Ich glaube, beim nächsten Mal Heu werden wir die zweite Heubox aufmachen. Beziehungsweise zu. Also, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mal einen Daumen hoch und fährt euch. Bis zum nächsten Mal.